Moin moin und hallo hier auf dem Saramal-Kanal. Ich bin Sebastian und das ist mein neuester Battletech-Hobby-Rückblick. Da habe ich neulich schon mal einen von gemacht, kam relativ gut an. Dachte ich mir, es ist mittlerweile so viel passiert bei mir im Hobby, dass ich so ein neuer Hobby-Rückblick auch nochmal anbieten würde. Also habe ich ihn einfach gemacht. Video-Equipment steht gerade sowieso, also folgt mir einfach auf meine Welt in die Reise hier so ein bisschen durch das Battletech-Universum und was bei mir alles im Hobby passiert ist. Und was ist passiert? Ich war neulich mit Sarah auf der PhoenixCon im Harz, im schönen Harz. Und da ist das eine der größten oder vielleicht sogar die größte Battletech-Convention in Deutschland, organisiert unter anderem von der Phoenixgarde und von der MechForce Germany. Und da treffen sich halt internationale Battletech-Spieler, um einfach wirklich mehrere Tage am Stück Battletech in all seinen Facetten zu zelebrieren. Unter anderem wird halt viel Battletech Classic gespielt, es wird Alpha Strike gespielt und es gibt noch andere irgendwelche Sachen, die gespielt werden, unter anderem auch Turniere. Und ich war halt da, ich wollte Battletech Override-Demo, das ist ja so das Hobby-System, das Fansystem, für das ich richtig brenne, habe ich ja auch Videos hier auf dem Kanal zu, kann Sarah sicherlich einblenden. Und ich hatte mich zur Verfügung gestellt, da für einen Tag einfach mal mit meiner Platte hinzukommen, mit meinen Miniaturen und mich ein bisschen dafür zu opfern, neuen Spielern halt das System nahezubringen. Und was soll ich sagen, es hat richtig geil funktioniert. Es hat super Spaß gemacht. Ich hatte mehrere Demos hintereinander. Alle Spieler, die mitgespielt haben, hatten richtig Spaß. Und im letzten Demo des Tages war sogar Sarah dabei. Die hatte nämlich zu dem Zeitpunkt gerade keinen anderen Anschluss gefunden. Und da habe ich sie mir dann einfach geschnappt, habe mit ihr ein Team gebildet und habe dann gegen einen anderen Mitspieler gespielt. Und wir hatten alle Spaß. War richtig coole Sache. Das System hat gut funktioniert. Auch alte Classic Battletech Hasen, die eigentlich immer so ein bisschen so, oh, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das System gut funktioniert, haben halt auch gesagt, das ist ein cooles Mittelding zwischen Classic Battletech und Alpha Strike, dieses Override. Und ja, mega cool. Ich habe ein paar Bilder eingeblendet, ihr werdet es gesehen haben. Es hat richtig Spaß gemacht. Das Feedback war gut und ich bin sehr zufrieden. Die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich würde es auf jeden Fall auch gerne wieder machen und werde auch weiterhin immer, wenn es irgendwo mal die Frage gibt, Battletech Override, was ist das, wie spielt man das, werde ich immer gerne zur Stelle sein, um das einfach zu zeigen, weil ich finde, es ist ein super cooles System und ich werde es auch primär als mein Haupt-Battletech-System weiterspielen. Was ich noch gemacht habe, und zwar auch für die PhoenixCon so ein bisschen, ich habe mir ein neues Gelände gebaut und zwar habe ich meinem Kumpel gesagt, der einen 3D-Drucker hat, druck mir doch bitte mal so einen schönen Wasserkühlturm. Den habe ich dann bekommen und dann habe ich den auch bemalt und auch so ein bisschen umgebaut. Vielleicht habt ihr den auch schon auf den Fotos gesehen von der PhoenixCon und das ist er. Das ist halt dieser 3D-gedruckte Wasserkühlturm oder was auch immer, Reaktorturm. Und hier oben kommt dann so richtig schöner Dampf raus. Das war mir ganz wichtig, als ich den so vor Augen hatte, dachte ich mir, ich möchte den Turm, ich möchte den nicht einfach nur so haben, so einfach so als Turm, sondern ich möchte, dass der auch so ein bisschen so ein Centerpiece, so ein Hauptstück von meinem Gelände wird, wo man halt auch daneben steht und sagt, wow, das sieht aber cool aus, das gibt einfach dem gesamten Spieltisch noch so ein bisschen mehr Flavor. Und deswegen habe ich den halt so gemacht. Der ist größtenteils geairbrushed, nicht trocken gebürstet, weil das ist ein PLA-Druck. Das heißt, hier sieht man teilweise auch so ein bisschen die Drucklinien. Und hätte ich da angefangen zu trockenbürsten, hätte das halt die ganzen Drucklinien noch hervorgehoben. Das wollte ich halt unbedingt vermeiden. Deswegen ist das meiste wirklich geairbrushed. Den Rest habe ich mit Pigmenten gemacht. Die habe ich dann so aufgepinselt. Und der Dampf, da habe ich mir so ein Gitter gebaut aus Draht, das habe ich hier in die Mitte reingeklebt und habe dann da Watte drumherum geklebt, immer so in so kleinen Patches, habe die dann immer so weiter zusammengeklebt, dass es halt auch so ein bisschen aussah wie Dampf und habe den dann mit unserer Airbrush so von unten so ein bisschen in grauen Schwarztönen angesprüht, dass es so ein bisschen noch Farbe bekommt. Und das Coole war, die Watte, die vorher vielleicht noch nicht so ganz realistisch war, ist durch die Luftstöße von der Airbrush halt nochmal so ein bisschen aufgeflauscht worden, sodass ich jetzt wirklich diese richtig schöne Wolkenstruktur habe, die sich hier gebildet hat. Und wenn ich das Ding halt wirklich auf den Spieltisch stelle, so als Teil meines Geländes, ist das halt einfach auch wirklich ein Blickfänger. Der ist natürlich auch richtig gut, um Sichtlinien zu blockieren und ähnliches, aber wenn das halt irgendwo steht, ob in der Mitte oder an der Seite vom Spieltisch, da guckt man halt drauf und das zieht halt auch ein bisschen die Blicke von Leuten an, die vielleicht nur das alte klassische Battletech auf Papierkarten spielen, ohne 3D-Gelände und die sagen sich dann, das sieht eigentlich relativ cool aus, da möchte ich vielleicht doch mal mit dran teilnehmen und deswegen war es mir halt auch wichtig, dass ich auch gerade für die PhoenixCon irgendwie mal ein Geländestück nochmal gebaut habe, was ein bisschen hervorsticht und ich denke, damit ist mir das relativ gut gelungen. Ich werde euch auch hier nochmal ein paar Nahaufnahmen mit eingeblendet haben
ist aber immer ein cooles Ding. Hat auch Spaß gemacht, sowas baut man ja auch nicht wirklich jeden Tag. Und wenn ihr halt wirklich mal Lust habt, irgendwie auch mal so Dampfeffekte oder ähnliches darzustellen, Drahtgestell, Watte aufkleben, bisschen ansprühen mit der Airbrush oder mit einer Spraydose, ein bisschen auf Distanz, damit es nicht zu schwarz und zu dunkel wird, dann funktioniert das wirklich relativ gut. Die Lagerung ist vielleicht ein bisschen das Problem, aber ich packe das halt in eine von meinen Geländekisten, dann passiert da nicht wirklich viel und ja, sehr, sehr cooles Geländestück auf jeden Fall. Was ich noch gemacht habe, ist, was man natürlich immer macht, wenn man Tabletop spielt, man kauft neue Figuren, weil neue Figuren sind das Brot und die Butter eines jeden Tabletop-Spielers. Und deswegen habe ich auch wieder zwei neue Boxen gekauft. Eine davon habe ich mir besorgt beim Sci-Fi Trader, keine Werbung, auf der Spiel in Essen. Das ist die Greatest Legion Heavy Battlelands. Das ist eine Box, die es bisher eigentlich nur in den Staaten gibt. Weil das Problem bei vielen Battletech-Neuveröffentlichungen ist, dass die teilweise an bestimmte Ladenketten gebunden sind. Entweder an Spielladengruppen oder auch teilweise auch an bestimmte Buchläden. Und diese Box gibt es eigentlich nur in den Staaten. Das heißt, man kann die importieren. Ich werde euch da auch nochmal so ein paar Nahaufnahmen von einblenden. Und ich hatte auch schon überlegt, mir die zu importieren oder vielleicht mitbringen zu lassen, weil ein Bekannter von uns fährt demnächst auch in die USA. Aber ich hatte halt Glück, der Cypher Trader hatte sie auf der Spiel. Habe ich sie mir also gekauft, auch für einen guten Preis. Und das sehr Coole an dieser Box ist halt einfach auch wieder, dass man einen Mech hat, der sehr, sehr modern ist, der aus der Ilklan-Ära kommt, also aus der aktuellen Ära von Battletech. Der Regent, also ein richtig cooler Mech. Und ansonsten halt ein paar sehr, sehr schöne Varianten, wie zum Beispiel das Katapult mit zwei PPKs, also mit zwei Partikelprojektorkanonen, was halt auch so eine Besonderheit ist. Dass man so diesen Raketenmech, den es eigentlich auch schon in der Grundbox gibt von Battletech im Game of Armored Combat, jetzt halt nochmal eine Variante bekommt. Sehr, sehr cool. Und es gibt auch einen Shadowhawk mit Sprungdüsen, den man halt entweder normal auf die Base stellen kann oder man packt ihn auf diesen Sprung-Exhaust, das ist so eine Dampfwolke, wo man ihn so draufstecken kann. Dann kann man ihn halt in seiner springenden Variante darstellen. Sehr, sehr cool, habe ich auch Bock, das anzumalen, muss ich halt nochmal die Zeit für finden. Aber die Box an sich ist einfach sehr, sehr cool. Vier schöne Mechs, vier schöne Varianten oder noch dieser Sprungdüseneffekt dazu. Kann man nur empfehlen. Wird es irgendwann auch ganz normal in Deutschland zu kaufen geben, wenn halt diese Periode durch ist, wo das halt nur in den Staaten verkauft werden kann, nur in diesem bestimmten Geschäft. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Box, die ich nur empfehlen kann. Welche Box ich mir noch geholt habe, habe ich mir auch online bestellt, ist die Proliferation Cycle Box. Und das ist so ein bisschen so ein besonderes Ding. Das sind eigentlich gar nicht mal so Mechs, die man jetzt so im täglichen Spielebedarf wirklich brauchen würde, weil das sind vom Fluff her die ersten Mechs, die es für jedes der Häuser und auch für die Clans damals gab. Das heißt, es ist die allererste Mech-Variante, die dieses Haus damals hergestellt hat und unter anderem auch der Mechie, was der allererste Battle-Mech überhaupt war, der halt dieses gesamte Battle-Mech-System überhaupt erst in den Fluff reingebracht hat. Und ihr habt es halt wirklich für jedes der einzelnen großen Häuser, habt ihr halt einen speziellen Mech, den die halt als allererstes hergestellt haben. Und zusammen mit dem allerersten Omnimech, dem Coyote, habt ihr halt wirklich ein Set aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Miniaturen, die alle sehr, sehr, sehr schön dargestellt sind und die ihr zum Beispiel auch in einem richtig guten Fluff-Spiel, in so einem Story-Spiel, in einer Story-Kampagne benutzen könnt oder vielleicht auch sogar für so eine Piratenlanze, weil die Piraten haben vielleicht nicht die modernsten Battle-Mechs, die haben vielleicht irgendwo so ein Lager gefunden von uralten Museums-Mechs, die dann wieder aufgebaut haben und das könnten dann halt diese Proliferation Cycle Mechs sein. Und was der Proliferation Cycle noch ist, ist eine Buchserie und hier ist sogar ein Code drin, wo ihr euch die PDFs dieser Buchserie runterladen könnt, um dann wirklich die Geschichte nachzulesen, wie die ersten Mechs halt entstanden sind, die ganze Spionage, die dann zwischen den Häusern stattgefunden hat, um einfach an diese technischen Unterlagen zu kommen, wie man einen Battle-Mech baut, nachdem es halt den Mechie, den allerersten Mech, gegeben hat. Sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant. Sehr, 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 sehr schöne Miniaturen und da kann man eine Menge, Menge draus machen. Allein auch schon für einen Diorama oder ähnliches. Also sehr, sehr coole Box wieder. Kann man nichts anderes zu sagen. Was ich auch gemacht habe, und das ist dann auch der letzte Punkt auf unserer Agenda, ich habe wieder ein paar Miniaturen bemalt. Und zwar habe ich Miniaturen bemalt, die schon seit einem guten Jahr bei mir so grundiert in so einer Tupperware rumlagen. Und die haben sich mir immer so ein bisschen, sind mir immer so ein bisschen ausgewichen. Und ich dachte mir so, jetzt
jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich die einfach mal bemalen, ich hatte gerade ein bisschen Zeit. Und dann habe ich einen Stern an Clan Wolf Omnimax bemalt, und zwar richtig schöne, schwere Max, wie zum Beispiel hier den Warhawk oder den Direwolf, einen der gefährlichsten, schwersten Max, den Clan Wolf überhaupt ins Feld führen kann. Oder halt auch die ikonische Mad Cat, den Timberwolf, oder halt auf Deutsch den Waldwolf, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Miniaturen, die ich minimal noch umgebaut habe, zum Beispiel beim Black Lanner und bei der Mad Cat habe ich noch so Autos unter die Füße geklebt, weil ich fand, das sah ganz, ganz nett aus und gibt auch immer so ein bisschen die Skala her. Das heißt, man sieht halt auch, wie groß so ein Mech eigentlich ist, was ja sonst immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen ist. Und einen Mech habe ich mir auch 3D drucken lassen damals. Das ist die Nova Cat B. Das ist die B-Variante der Nova Cat, die normalerweise mit Energiewaffen bewaffnet ist. Hier hat sie einfach mal 6 15er Raketenlafetten. Und es sieht halt einfach nur Wahnsinn aus. Ich habe diese Miniatur noch online gepostet und habe halt zur Nova Cat B so viele Kommentare bekommen, dass sie einfach so unglaublich krank aussieht, was die zu kompensieren hätte mit ihren 6 15er Raketenlafetten. Aber da freue ich mich auch schon richtig, die bei Battletech Override einzusetzen, weil ich denke, die kann sehr, sehr gute Reichweiten, Feuerunterstützung liefern. Aber alles in allem sind das jetzt nochmal ein paar zusätzliche Mechs, die ich für meine Clan Wolf Liste habe. Da müsste ich mittlerweile auch über 20 Mechs haben. Ich habe euch ja von denen jetzt hier auch nochmal ein paar Bilder eingeblendet. Einfach sehr, sehr cooles Farbschema. Das ist das Beta-Galaxie von Clan Wolf und hat er halt dieses ganz spezielle, dieses dunkle Hell-Farbschema, war auch gar nicht so einfach, das zu fotografieren. Mir macht das einfach riesengroßen Spaß, die zu bemalen und freue mich auf jeden Fall schon, die einzusetzen. Und ja, ich werde mal schauen, was noch so alles für mich ansteht, was Battletech angeht. Der Kickstarter lässt ja schon so langsam erahnen, dass er nächstes Jahr relativ früh ausgeliefert werden soll. Da bekomme ich nochmal einen riesen Haufen an Miniaturen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Da werden wir auf jeden Fall auch ein Unboxing hier auf dem Kanal machen. Wenn das alles ankommt, da bekomme ich halt Miniaturen. Ich bekomme noch ein Plüschi, ich bekomme Bücher und Patches, so viel coolen Kram, da freue ich mich halt schon mega drauf. Deswegen versuche ich auch so ein bisschen meinen Backlog an Miniaturen, die ich einfach noch da habe, der ja auch nicht kleiner wird, wie man sieht, wenn es immer noch neue coole Boxen gibt, versuche ich halt einfach so ein bisschen zu reduzieren, damit, wenn dann der Kickstarter einschlägt, das nicht einfach zu krass wird. Und naja, auf jeden Fall, ihr seht also, Battletech ist für mich immer noch ein ganz großes, heißes Thema. Einfach so ein Eisen, das ich sehr, sehr gerne schmiede, weil mir es einfach großen Spaß macht. Auch einfach die Varianz, da ich ja sehr, sehr viele verschiedene Fraktionen bemale, habe ich auch nicht dieses ewig selbe Bemalen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Space Marines bemalen würde. Ich male halt hier mal ein bisschen was von dem Clan, hier ein bisschen was von dem Haus, hier mal ein paar Söldner. So bleibt es halt auch alles frisch und man hat auch immer schön viele neue Mechs und viele neue Varianten, die man halt spielen kann. Und es kommt auch immer wieder noch was Neues nach, wo ich mich halt auch drauf freue, das dann irgendwann mal unter den Pinsel zu bekommen. Ansonsten, Geländebau macht mir auch großen Spaß oder halt, wie gesagt, die Demos, die ich gegeben habe auf der PhoenixCon. Ich hoffe, das war auf jeden Fall für euch einigermaßen interessant und kurzweilig, was ich so erlebt habe im Battletech-Universum in den letzten Wochen und Monaten. Würde das auch gerne nochmal machen, wenn euch das gefällt, lasst es mich gerne wissen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne einen Daumen oder ein Abo da. Wir haben noch mehr auf dem Kanal hier zu bieten, zum Beispiel Miniaturen-Bemal-Content, Brettspiel-Content und wie gesagt halt auch Battletech ab und an, wenn mich Sarah lässt oder ich mich dazu durchringen kann. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, ich hoffe euch auch. Ich fahre meinen Reaktor runter und ich sage, macht's gut, habt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.